Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von WoW. Weiter geht's. So, gucken, was möchte die gute Irel denn? Helden empfangen. Ja, die ersten Quests. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich habe es leider nicht geschafft, auch total vergessen, jeden Tag hier einzusammeln. Man kommt 500, kommt man. Kann man maximal auf einmal bekommen. Glaube ich pro Tag, glaube ich alle 24 Stunden, glaube ich, oder 12 Stunden, irgendwie sowas. Kann man da 500 Ressourcen bekommen. Man kann auch, wie gesehen habt, maximal 10.000 sammeln im Moment. Moment. Kann man natürlich noch steigern dann, ne? Mit einer größeren Festung ausbauen und sowas. Wie viel braucht man denn überhaupt? Wie viel war das denn überhaupt? Hauptgebäude für 200. 640 haben wir. Also aufwerten. Jawolski. Ihr habt mich inspiriert, Kommandant. Dann geh. Ich habe euch und eure Truppen viele Schlachten auf Draenor gewinnen sehen. Nun stellen wir uns gemeinsam der größten Herausforderung, der Eisernen Horde. Die größte Festung werden wir erstmal jetzt länger sehen, länger haben, weil es dauert jetzt ein bisschen länger, die Vorräte zusammen zu bekommen und die Stufe 3 zu bekommen. Aber wir sehen, da kann man was bauen, da kann man was bauen und noch ein paar Stellen, wo man was bauen könnte. Das Ganze kann man wieder hier oben, diesmal ist es, da oben, genau da oben ist das Haupthaus, wenn ihr so wollt. Oder Kommandantenturm, wie auch immer, Hauptgebäude. So, hier durch, und da ist er auch schon der Garnisonzeichen gedeckt. Barus Alexton. Größer ist besser. Größer ist immer besser. Für die Allianz. Eine ganz eigene Garnison. Wir haben 2000 Garnisonsressourcen. Benutzt den Architektentisch, um eure Rathaus auszubilden und eure Garnison auf Stufe 3 aufzuwerten. Ja, nehme ich jetzt nicht an, das haben wir wieder hier drin. Wie gesagt, 2000. Dauert ein bisschen. Lass ich jetzt erstmal. Wir können aber jetzt hier schon, wie ihr seht, ne? Ist ein großes, ne? Das ist ein mittlerer Bauplatz, zwei kleine. Da haben wir eine kleine Kaserne. Ist noch gesperrt. Anglerhütte können wir nicht. Genauso wie Mondschutzausgrabung ist für Bergbau gedacht. Und als Kräutergarten, der wäre für uns für Kräuter. Kann man denen auch dann Aufträge an die Hand geben, dass die dann für einen Kräuter sammeln. Bestimmte Zeit, bestimmte Menge kann man dann bekommen. Ganz einfach. Wir brauchen aber 2000 Ressourcen, 5000 Gold. Gold kein Thema, haben wir sowieso nur 2000 Ressourcen. Dauert ein bisschen, weil wir haben ja 440. Ja, ein bisschen blöd. Gibt es wieder einmal die groß, also großen Bauplatz braucht man für diese Sachen jetzt. Zwergenbunker, Stall, Magazin, genommen Werkstatt und Kaserne. Mittel, bisschen kleiner, Hauptgebäude, Lichtschutz, Galeriatus, Mundschutz, Gasthaus, Scheune und Sägewerk und halt kleine Liegenste Sachen. Ja, ich könnte man schon mal Alchemie. Machen wir einfach mal Alchemielabor. Kostet 50 Ressourcen, dauert eine Stunde 150 Gold. Machen wir einfach mal. Aber ja. Kräuterkunde haben, machen wir einfach mal und Alchemie, ne? Machen wir einfach mal Alchemielabor. Können wir dann später mal schauen, was das genau ist. Gibt es natürlich auch noch hier für Gerberei, Ingenieurlabor, genauso, für andere Berufe genauso. Kann man machen, wie gesagt, kann man kleine Aufträge denen erteilen und so weiter. Können wir auch noch aufwerten, aber zu später. So, jetzt machen wir hier natürlich unsere Mission. Eine abgeschlossene Mission, wir haben ja einen losgeschickt. Chance von 100%, erfolgreich. Eine Kiste, eine kleine Kiste kriegen wir auch. Ein Vertrag, Brummer Sturmstein, einen neuen Anhänger, so heißen die genau. Und die Queener Mondschatten hat, wie ihr seht, ein bisschen XP bekommen. Jetzt haben wir schon zwei, auch schon zwei Missionen jetzt. Da kriegen wir einen schimmelnden Stulpen, die ist in Stufe 40 oder halt XP. Mal natürlich gucken, was wir da haben. Den haben wir sogar. Können die Brummer machen, ne, bei dem Skill, passt wunderbar. Einfach draufziehen, 100% Chance, fertig. Was haben wir da? Ich sehe nur bei 65%. Sie hat jetzt nicht diesen Skill hier. Gucken wir einfach mal. Ist bei vielen 70%. Machen wir einfach mal. Kriegt trotzdem XP. Trotzdem, auch wenn sie verlieren sollten, kriegen sie XP. Dauert eine halbe Stunde jeweils. Kein Thema, machen wir. So,
Gehen wir mal los. Was können wir jetzt alles überhaupt hier noch machen? Übrigens, hier sind die Ressourcen dann immer dann hier hinten. Einmal pro Tag, ne? Sie liegen ungefähr hier. Immer. Manchmal auch noch nur vereinzelt sind die mal hier, mal da. Muss man ein bisschen rumsuchen. Manchmal auch. Was macht der denn hier? Kampfhaus die meiste. Nein, will ich mal eigentlich nicht. Ne? Nein. Das machen wir nicht. Also ich kann ehrlich gesagt keinen Nerv drauf. Kampfhaustiere noch zu trainieren. Nee, lass ich sein. Ist nichts für mich. So, ist auch so komisch beim Leuchten hier. Leuchtet. Das am Tage. Ich habe auf Maras Befehl hin ein paar Lakaien qualitativ hochwertige Arbeit zusammengetrieben. Ihr müsst nur den Befehl geben, dann ziehen wir mit dieser Karawane nach Elodor und sichern uns etwas Nahrung. Elodor. Komm, machen wir einfach mal. Machen wir mal. Abmarsch. Los, bewegt euch. Gibt Gummi. Der Kleine ist hier der Vorarbeiter. Ihr werdet feststellen, dass die Allianz voller Überraschungen steckt, Exarch. Das ist der Kommandant, von dem ich sprach. Müssen wir natürlich begleiten. Mit dem müssen wir eigentlich auch noch fliegen. Nach Dunga Trinkfest. Da müssen wir das später machen. Ne? Da haben wir auch jetzt den Garnisonsruhestand. Da können wir mal hier tauschen. Warum sie ihn gerne oben haben. Immer die Ruhestände zusammen haben. So habe ich jetzt ganz, ganz gerne. So, jetzt gehen die gleich los. Müssen wir dann begleiten. Ja, übrigens bauen wir den Alchemie-Labor. Bauen wir da gerade da auf. Kann man auch sehen, meine ich, ne? Wie lange das noch dauert, oder? Nee, geht nicht. Nee, aber da sind sie gerade am Bauen. Manchmal ist noch so ein Pergament unten, da kann man sehen, wie lange das noch dauert, was da gebaut wird. In diesem Fall jetzt nicht. Eigentlich ist doch hier draußen, da kommt glaube ich nachher das Sägewerk hin, glaube ich, ne? Die Mine, alles ist da hinten, was der Kräutergarten ist da hinten, die Mine ist da hinten. Auch noch eine Quest, aber später sind so viele Quests hier. Machen natürlich alles nach und nach. So, die verschwinden mich jetzt hier. Zack. Schon mal erledigt, so. Also müssen die nicht komplett begleiten. Sagen wir so. So, jetzt sind wir zurück. Mit der Festung kommt nachher noch was anderes, was man auch noch machen kann, aber dazu später. Natürlich jetzt nicht. So, erstmal da hinten. Ach, gehen wir mal da hinten hin. Hier ist der Kräutergarten. Ne? Arbeitsaufträge kann man nämlich hier erteilen. Den Garten aufräumen. So, was will sie denn? Tötet 8 Mondsturzwaschbären. Ja, machen wir das mal eben. Ah, wir machen alles hier kaputt, ne? Fressen die Kräuter. Wenn ihr so wollt. Der Feind eines jeden Gartens ist der Maulwurf. So, haben wir auch fertig. Garten aufräumen. Jetzt können wir nämlich hier den Kräutergarten bauen. Den haben wir jetzt freigeschaltet. Da ist er. Herbgarten, also Kräutergarten. Er ist noch alles Englisch. Also das ist zumindest Englisch immer. Kann man auch schon was sammeln. Ja, was kann man denn hier sammeln? Weiß ich gar nicht. Gorgonfliegenfalle. Ja, machen wir doch mal. Also auch besondere Sachen, die man wohl nur hier bekommen kann. Leider kein lila Lotus, nein, kriegt man ja nicht. Sternblumen, also vielleicht auch besondere Pflanzen, die wohl nur hier wachsen. Frostwurz, ich kenne nur Nierenwurz aus ESO. Ah, egal. So. Wir können natürlich auch, wie gesagt, eine Arbeitsaufträge denen erteilen. Na, Arbeitsauftrag. Was hat denn da? Stellt eine Liebe von Kräuter aus, den von euch gesammelten dränischen Samen zusammen. Der Fortschritt eurer Lieferung könnt ihr im Gensionsbericht nachvollziehen. Kein zurück, um eure Gesichte einzusammeln, wenn die Lieferung abgeschlossen sind. Ja, machen wir natürlich auch. Wir haben 18 Samenkörner, 5 braucht er. Können wir auch 2 machen? 3 machen? Ja, ist egal. Alle teilen. Machen wir einfach mal. Ja, 3. Wir machen ja 3 Stück. Dauert 11 Stunden. Alle Arbeitsaufträge in 11 Stunden sind fertig.
Also in der nächsten nicht in der nächsten Folge, dann erst die Folge, dann also in der übernächsten Folge können wir dann hier sehen, weil ich hier mache zwei Folgen im Stück. Dann kann man sehen, was sie denn hier gesammelt haben. Händlerin. Hat die was Besonderes? Nö. Wie viele? 16 Plätze nur. Ach, da haben wir mehr. Reiheklung. Gesundheit. Nö, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Wenn wir was verkaufen. Ja, verkaufen wir noch was. Oberarmknochen. Lecker. Verkaufen wir. Machen wir ein bisschen Platz hier. Den natürlich nicht. Bereits bekannt. Kann auch noch ein Spielzeug hinzufügen. Habe ich schon. Das hier aber jetzt. Nee, brauchen wir auch nicht. Kann ich eigentlich verkaufen. Kein Verkaufspreis. Ja, komm, lass mal. Lassen wir, räumen wir auf. Zack. Kann ich nachher immer noch rausschmeißen. Wie gesagt, jetzt Arbeitsauftrag. Dauert also vier Stunden. Ein Arbeitsauftrag gibt es auch für Lederverarbeitung, glaube ich, auch und für Bergbau. So, jetzt haben wir aber hier noch die Quelle. Also, Moment, das noch hinten noch. Einfach schon mal alles freischalten. Egal, machen wir einfach. Machen wir, weil wir es können. So, hier, wie gesagt, hier ist dann die Mine. So. Ganzen Goren, ich gut für uns. Da gibt es so eine Mine. Ja, machen wir auch eben. Steinzahn. Ja. Ich habe kein Ziel. Dann was ein. So, ja, was soll das? Da nicht immer ziemlich fix. Dauert nicht lange. Da haben wir schon die 8. So. Und nach dem Boss, ne, genau, der Boss. Der ist hier unten. Lasst mich raus. Das habt ihr schon das ein machen wir ihn auch noch eben kurz. Gemacht. Ist nicht weit. Wenn wir noch so gerade eben dran erinnern. Dass wir es auch mal hier gesehen haben. So. Halt um. Jawohl. Synchron sterben. Und da ist er auch schon. Der Boss. Das war's schon. Zurück. Abgeben. Fertig. Er war woanders. Das ist ganz woanders. Sieht immer so aus, wenn es auch in der Mine unten wäre. Ist aber nicht. Das kann manchmal ein bisschen verwirren. So. Haben wir es auch durch. Könnte man hier auch Arbeitsaufträge erteilen. Könnte man eigentlich machen, die dann im AHA verkaufen, ne, für Gold machen. Oder auf Englisch Lunarfall Excavation. Level 1. Arbeitsauftrag können wir auch wieder hier erteilen. Geht nicht, weil wir keinen Bergbau gelernt haben. Okay, also schon erledigt. Aber egal, haben wir also auch gesehen. Das sind die beiden Sachen. Sonst ist hier nichts. Ne? Ne. Das sind auch nur die beiden Sammelberufe. Der Rest sind ja, ja, bis auf Schnellerei, Lederreise, auch wieder dann, auch zwei Sammelberufe, aber muss man halt einen Gegner für töten und sowas. Ne? Das ist eben nicht dabei. So, ich reagiere noch um Hilfe, ruft ihr das Dampfdruckkartell. Deswegen bist du den Spitzen von Arak. Ja komm, fliegen wir da schon mal hin. Fliegen wir da mal hin. Wir müssen die Welt erkunden. Ist auch ein großes Gebiet. Sehr groß, wie man sieht, ne? Ja, machen wir auch alle nach und nach, wie wir sie sehen. Bisschen von Arak, die nämlich da. Fliegen wir gleich wieder zurück. Dass wir das schon mal weg haben. Machen natürlich erstmal jetzt hier Schattenmontal fertig. Klar, komplett. Schniefel, auch ein cooler Name, ne? Schniefel. Ja, will er ganz nach unten hin. Glau oder will er da hin?
Eiterblüte. Ja, habe ich auch schon mal alles fertig gehabt. Hier das Splitten von Arak. Ist auch eine Inni, ist da auch. Die heißt Himmelsnadel? Himmelsnadel. Ah ja, ach, da war ein bisschen nervig zu laufen. Egal, Schattenmondgrabsteck kommt auch noch. Und wie ihr seht, eine viele Elite-Mobs. Fast alle, auch hier fast alle gefunden. Vollglimmer. Teska, der Gebrochene. Oh, haben wir auch. Dann gehen wir da eben ab. So, komm her. Ja, du auch. So. Ja, ich beeile mich schon. Ich hau euch schon wieder ab. So. Das ist auch erstmal erledigt. Ich sage wieder Quests ohne Ende. Ja, ohne Ende. Da wir, glaube ich, so ein Bonus-Event, glaube ich, auf alle Fälle sind, glaube ich, ein paar hier. Man kann nicht alle sofort sehen. Manche kann man auch nur dann sehen, wenn man in der Nähe ist. Dann ploppen die auch auf einmal so auf. Gibt's auch. So, fangen wir mal gleich mal da hin. Wir haben schon mal gesehen. Samaren Mbari. Gehen wir da mal hin. Sangrikas. Ja, die Seetech-Niederung. Aber wie gesagt, natürlich eins nach dem anderen. Nicht alles auf einmal. Ja, da unten im Wasser müssen wir auch dann noch questen. Können wir auch noch dran erinnern. So, kriegen wir es mal zurück. Leeren Hetzerin Urnahe. Sieht aus wie eine Orkfrau. Jetzt sind wir wieder im Mondschattenteil. Könnten wir auch die Garnison zu den Waffen benutzen? Sind nicht schlecht. Sind nicht wirklich schlecht. Sind schon stark. Aber brauchen wir nicht. Todesschlund. Ja, haben wir alles schon gesehen. Habe ich alles schon. Ja, mir fehlen nicht viele. Nicht viele. So, wir müssen erstmal dahin. Ja, die Anhänger fliegen dann automatisch mit oder reiten mit, ne? So, hier haben wir erstmal einige Quests. Also Flugmeister. Komm her. So, unser. Drin ist keiner. Nein, ist keiner. Als dich die eiserne Horde entführt hat, befürchtete ich das Schlimmste. Das Licht gab mir Stärke, als ich sie brauchte. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Fertig? Okay. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Da hast du. Tötet 8 leeren Wirkers. Schon mal Schattenmond-Clans. Machen wir natürlich. Haben noch mehr Quests hier. Noch einiges mehr. Ah, komm mal, nicht erst. Efe. Rettet Rastak, Ariana und Hakam. Sind 3 kleine Kinder. Die müssen wir retten. Kann ich schon mal sagen. Grüße. Tür zu. Schließt 3 leeren Portale, indem er die Portale Meister Schattenmondclans tötet. Ja. Haben wir noch mehr Quests hier in der Nähe? Kann man es nicht sehen, ne? Doch, einer ist ja noch. Ja, fangen wir schon mal an. Da ist ja nichts, ne? Da ist erst genau. Sind die da unten? Da haben wir schon. Portalmeister, erster Portal geschlossen. Oh, komm, du auch. Tschüss. Leeren Wirker. Die kommen sowieso immer wieder. Nicht wundern.